Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute eine Frage, die wir, glaube ich, schon hier und da mal hatten, aber auf die ich gerne wieder eingehen. Moin, erstmal ein Riesenlob für die Blogs, auch wenn meine Frau deine Stimme nicht mehr hören kann. Ich finde die aber toll. Meine Frage, dafür bedanke ich mich explizit. Meine Frage zum Futter: habe mir jetzt Black Label für den Herbst gekauft. Du sprichst davon, dass das Futter das ganze Jahr durchfüttern soll. Ich dachte, dass man im Winter ein leichtes Futter füttern soll, damit es leichter verdaut werden kann. Oder habe ich es falsch verstanden? Liebe Grüße und mach bitte weiter so. Danke. Ja, lieber Björn, oben in der E-Mail-Adresse sehe ich's. Lieber Björn, du hast jetzt natürlich noch das alte Futter, das haben viele. Wir haben ja jetzt im Sommer nochmal, Entschuldigung, unser altes Futter abverkauft. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Auch wenn wir da noch 25% mehr Protein drin haben, wie im neuen Futter, sollte es überhaupt gar kein Problem darstellen. Oder wie Sandra Lechleiter in den Blogs zu dieser Frage immer wieder gesagt hat, die Menge macht das Gift. Also überfütter deine Fische einfach nicht. Guck, dass du jetzt im September, Oktober, wenn die Fische wirklich noch fressgierig sind, wenn die Temperaturen vielleicht über 16 Grad oder über 14 Grad sind, wenn du noch ein-, zweimal am Tag füttern kannst, bei 18 Grad dann auch noch dreimal gerne am Tag, guck, dass du sie gut konditionierst und dann im Winter eigentlich immer nur das gibst, wo auch tatsächlich notwendig ist. Du wirst sehen, deine Fische zeigen dir, wie viel sie fressen wollen. Ich weiß jetzt nicht, du wirst deinen Teich höchstwahrscheinlich kalt überwintern. Das machen nach wie vor die meisten Koi-Liebhaber. In dem Moment, wo sie dann mal unten am Boden liegen, das kann immer mal im Januar, Februar für ein, zwei, drei Wochen sein, je nach Jahrestemperaturverlauf, dann gibst du ihnen einfach nichts. Aber wenn du siehst, sie schwimmen wieder frei, dann gibst du ihnen einfach ein bisschen was. Ich habe das über viele Jahre so gehandhabt, habe zu Hause ja meine drei Teiche, die habe ich nie geheizt und habe auch mit Number One gearbeitet. Ist eine ähnliche Rezeptur wie das Black Label. Ist ein bisschen besser verdaulich, ein bisschen besser verwertbar, wie es Black Label war, aber nicht in dem Maße, dass man sagt, das eine geht überhaupt gar nicht mehr für den Winter und das andere geht. Also du kannst die sämtliche oder an alle gerichtet, sie können auch sämtliche alte Konishi-Futtersorten über das ganze Jahr hindurch füttern, reduzieren sie einfach die Menge. Oder anders ausgedrückt, ich kann ein Diätfutter haben, ein Winterfutter haben, wo vielleicht, es gab früher schon welche mit 30% Eiweiß, aber natürlich eine ganz andere Gesamtkomposition oder Formulierung, nicht vergleichbar mit unserem ganz neuen Futter. Auch mit so einem Futter kann man Blödsinn machen, wenn einfach die Menge nicht passt. Oder anders ausgedrückt, mit 40% im Winter vernünftig gefüttert, passiert weniger, wie mit 30% unvernünftig gefüttert. Also merkt ihr einfach, die Menge macht das Gift. Gib so viel wie nötig und so wenig wie möglich, aber gar nicht füttern geht auch nicht, weil dann geht deinen Fischen wahrscheinlich im Winter irgendwann die Energie aus, was du dann im Frühjahr merken wirst, in Form eines Energiemangelsyndroms oder dass die Fische einfach nicht mehr in Tritt kommen. Vielen Dank für deine Frage, Björn. Mach's gut und bis zum nächsten Blog. Ciao.